Wird mein Text bei Wikipedia sofort veröffentlicht? Das ist Elsa. Elsa ist neu bei Wikipedia und hat gerade einen Artikel bearbeitet. Aber irgendwie dauert es eine Weile, bis ihre Änderungen für alle öffentlich angezeigt werden. Von vielen anderen Autorinnen und Autoren erscheinen sie sofort. Warum ist das so? Wikipedia wird jeden Tag von tausenden Freiwilligen aus aller Welt bearbeitet. Wirklich alle können ihr Wissen beitragen. Ein tolles System, das Wikipedia in wenigen Jahren zur größten Enzyklopädie und einer der beliebtesten Websites im Internet gemacht hat. Aber im World Wide Web tummeln sich auch viele Internet-Trolle. Das sind Menschen, die gerne andere ärgern, provozieren wollen und damit oft Schaden anrichten. Damit das Wissen in der Wikipedia nicht durch solche Trolle mit ein paar Klicks beschädigt oder komplett gelöscht werden kann, werden die ersten Änderungen von Neulingen wie Elsa durch erfahrene Wikipedianer und Wikipedianerinnen kontrolliert. Die sorgen auch dafür, dass von der Community gewählte Administratoren und Administratorinnen diejenigen Benutzer und Benutzerinnen zeitweise sperren, die wiederholt gegen die Wikipedia-Spielregeln verstoßen. Natürlich muss auch beachtet werden, dass die vorgenommenen Änderungen den Standards der Wikipedia genügen. Also, dass Elsa zum Beispiel eine neutrale Schreibweise und gute Quellen verwendet hat. Selbst wenn Elsa anfangs noch Fehler macht, kann nichts Schlimmes passieren. Super! Wenn Änderungen rückgängig gemacht werden, dann fast immer mit guten Absichten. Bei der Wikipedia geht es nicht darum, eigene Meinungen durchzusetzen, sondern gemeinsam einen Konsens zu erarbeiten. Trotzdem möchte sich Elsa für ihre Änderungen stark machen und benutzt deshalb die Diskussionsseiten, um sachlich, höflich und unterstützt durch gute Quellen zu argumentieren. Endlich hat Elsa ihre ersten 50 erfolgreichen Bearbeitungen durchgeführt. Und ihr Nutzerkonto wurde als Sichter freigeschaltet. Ab jetzt erscheinen ihre Änderungen sofort.